Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Snow Gaming und heute spielen wir wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Roblox Tycoon. Heute mal den Gott Tycoon und wir werden heute den Gott Eis sein. So, ich glaube, das nennt sogar auch, also ist derselbe Tycoon von derselbe Ersteller, der das andere Spiel mit den PC Tycoon da gemacht hat. Schaut einfach mal auf meinem Kanal, da findet ihr es. Ja, das haben wir abgeschlossen. Ja, das ist nice. So. Gut, dann können wir hier erstmal alles einsammeln. Ein Dropper kaufen. Nein, ich will kein Geld kaufen. So. 300, 400, okay. Lifetime. Unbegrenztes Geld. Nee, das brauche ich tatsächlich nicht. So, sparen wir hier mal auf $30. 300 Dollar meine ich. Nicht 30. Weil wenn ihr dieses Video seht, müsstet ihr gestern die Zeugnisse bekommen haben. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, wie euer Zeugnis so ist. Meins ist eigentlich relativ gut. Klar, könnte besser sein, aber ja. So, Reiniger kaufen. Also die kosten alle 10. Okay, 10 Dollar mehr. Neues Förderband-Dings, $800. Jo, wie schnell Geld machen wir denn? Okay, kaufen wir uns noch ein Förderband. Der kostet 1000. Alles klar. Leute, schaut auch gerne mal auf meinen Discord-Server vorbei. Das würde mich sehr supporten und auch freuen. Wir haben dort bald die 300 Member geknackt. Ja, würde mich freuen, wenn ihr die voll machen würdet. So. Und guckt auch gerne bei meinem Roblox-Spiel vorbei, beziehungsweise guckt euch mal die Sneak Peeks von meinem Spiel an auf dem Discord. Und ja, genau. Könnt euch gerne als Beta-Tester bewerben. Da habt ihr früheren Zugang in Legends of Duisburg zu zocken. Ja. Natürlich gibt es auch unter anderem Aufgaben, die ihr als Beta-Tester machen müsst. Ne? Ihr müsst natürlich alles testen, wie schon gesagt. Und ihr müsst auch nach Bugs suchen und dann einfach melden. Ja, dann werden die so schnell wie möglich behoben. Denn ich möchte ein fehlerfreies Spiel machen. Und das geht nur durch Beta-Tester. Das heißt, das Spiel wird ja erst eigentlich 2024 rausgebracht und 2023 eben für Beta-Tester halt öffentlich gemacht. Also ihr könnt dann 2023 als Beta-Tester das Spiel spielen, beziehungsweise euch angucken. Das heißt, ich füge euch dann den Dings hinzu, dass ihr das dann spielen könnt als Beta-Tester. Ne? Wie gesagt, ihr habt natürlich Aufgaben, die ihr machen müsst, weil sonst schmeiße ich euch als Beta-Tester praktisch raus, dass ihr das Spiel dann doch nicht mehr spielen könnt. Also, ja. Also es ist eigentlich ganz einfache Aufgaben und ja, Leute, wenn ihr dieses Spiel einfach mal sehen wollt und testen wollt, bewirbt euch einfach als Beta-Tester. Und dieser will mich töten. Macht es aber doch nicht. Hallo. Hi. Keine Ahnung, was er will. Auto sammeln kann man sich holen. Okay. Keine Ahnung, was er will. Ist mir auch ganz egal. Wir kaufen uns mal eine neue Etage. Ah, das könnte Dings sein. Ah, ich weiß nicht, ob das er ist. Könnte aber sein, dass ich den kenne. Keine Ahnung. Kaufe Treppen für 4500. Okay.
4500. Ja, Moment, ich hole das doch gleich da. Ja, dann gehen sie. So, 1500. Jetzt habe ich hier so komische Partikel. Die habe ich auch so. So, dann gehen wir einfach mal hoch, würde ich sagen. Ah, ne, wir müssen noch hier Ausrüstung kaufen. Okay, machen wir das. Ausrüstung kaufen. 6000, ja. Ich mache die mal hier weg. Die gehen einen auf den Sepp. Okay, also 6000 kostet die Ausrüstung. Leute, mich würde es auch sehr freuen, wenn ihr tatsächlich auch als Supporter oder so bewerben könnt auf meinem Discord-Server. Und falls ihr Bot-Entwickler seid, ich will ein neues Projekt machen. Also bewerbt euch gerne als Bot-Entwickler. Würde mich sehr freuen. Da ich nämlich aktuell Bot-Entwickler brauche. Ja. Ist natürlich freiwillig, also ich bezahle euch nichts. Ja. Ja, also damit die Frage geklärt ist. Also falls Leute ihr einfach mal ein bisschen Bock drauf habt, einen Bock zu entwickeln und im STGM Network Team zu sein, dann schaut gerne mal auf stgm-network.vivado.de vorbei, /Karriere. Dort könnt ihr euch dann bewerben. Beziehungsweise könnt euch dann da irgendwas suchen. Da gibt es natürlich einmal auch Roblox Developer, also wenn ihr auch Roblox Developer seid, könnt ihr euch dort ebenfalls bewerben. Ja, genau. So, dann mache ich hier mal 1000, ja. Kaufe Wände, nee, ich will eigentlich ein Förderband kaufen, genau. 12.500 kostet der. Haben wir doch easy. Zack, da sind sie nicht, denn mir fehlt 500. So, jetzt. Jetzt habe ich 12.500. Da ist es. Förderband. Da kostet es natürlich wieder 15.000, um dieses Kack-Dings da zu kaufen. Den Dwarper. Ja. Teuer. Aber macht nichts. So. Nee, hier soll keiner rein. Also, der hier ist so auf fast derselben Dings wie ich, wobei er ist ein bisschen weiter. Aber sonst ist hier nicht so wirklich was los, tatsächlich. 5000 noch einladen. Aha. Okay. Ich brauche noch 2000. Bitte geben Sie mir das. Mann, ey, komm jetzt. Hallo, ich brauche noch 1000. Danke sehr. Jetzt habe ich 1000 zu viel. Egal. Besser 1000 zu viel als 1000 zu wenig. Ja. Wie viel bringt mir dieser jetzt? Wow. Auch nur 10. Was ist denn das für ein Betrug? Kaufst du dich einen Dropper für 20.500 und unten kriegst du den für 5.000 oder so. Was machen die da eigentlich draußen? Egal. Moin, Werner. Kommen Sie. Bleiben Sie stehen. Tschüss. Angst. Dim. Ich muss ganz schnell weg hier. So. 22.000 Euronis. Die habe ich nicht. So. Jetzt haben wir die 22.000. Also 30.000 meine ich. Ja, 31.000. Gibt es hier bestimmt gleich wieder ein Förderband, was hier hinkommt. Reiniger kaufen. Noch ein Reiniger? Aha. 31.000, okay. 31.000 habe ich natürlich auch. Leute. 31.000 Euro habe ich natürlich. So. Wir haben fast die 31.000. Ich hole mir mal wieder die Partikel.
Sehe ich aus wie so ein Eiskotz. Ich bin's, der Spion. Und mich nennt man Eiskotz. Ja, okay, reicht. Mir fehlt noch 2000 Euronis. $2 sind das ja hier. Ey, fehlt mir wieder 2000. Mein Fuß ist eingeschlafen. Das geht sehr schnell. Und das regt mich auf, weil ich hasse das. Aber egal, wir kaufen uns einfach den Torpaar. Dann geht's mir besser. Seitdem wir kriegen wenig Geld. Ne, wir müssen jetzt 30? Oh, nice, nice, nice. 20.000 für einen Kackreiniger, ja, habe ich natürlich auch. 20.000 Euronis, die kommen in my Tash. 20.000 Euronis, die brauche ich immer. So. Immer noch nicht. Das geht ein Ufensack. Jetzt gib mir diese blöden 20. Hey! Bar zum Zahlen. Was? Bar zum Zahlen? Warum Bar zu. Achso, Bar zum Sammeln. Ah. Ich hab zum Zahlen gelesen. Kann man das denn lesen, Alter? Geben Sie mir 20.000 Euro. So. Let's go. Mit meinem Holzschwert gehe ich jetzt hier hoch. Warum gibt es nicht ein Eisschwert? Egal. 20.500. Und jetzt wird das hier alles sehr schnell. So, kaufen wir uns ja auch gerne den Sieg für 27.000. Und dann hat sich das auch. So. Hier sehen Sie, dass mein Geld schon ziemlich schnell wächst. Wenn das so in, also wenn das in echt so wäre, dann ganz nice eigentlich, ne? Also dann wirklich sehr nice. Also, da würde ich mich nicht beschweren. Das kann ich euch definitiv sorgen. Warte, 27.000, ne? Mann. Ach ja. Ich habe ein bisschen Eis in meinem Face, aber passt schon. Ja, komm, gib mir Geld, gib mir Geld mit. Gib mir Geld, gib mir Geld, gib mir Geld, gib mir Geld, gib mir Geld. Oh yeah. Sieht einfach ein bisschen so aus, als würde ich hier wie beim Dings sein. Ach, Leute, ihr wisst, was ich meine, gell? Noch 7.000 Dollar rein in den Trichter oder was auch immer das sein soll. Nein, ich will es nicht kaufen. Und noch. Ja. Da habe ich sie. Die 27.000. Der Reiniger wird gekauft. Einiger wird doch noch nicht gekauft. Mann, mir fehlen noch 5.000 Dollar. Komm schon. 500 meine ich. So, jetzt aber. Jetzt wird der Dorf, der Reiniger gekauft. Am Rheindor. So, wir kaufen uns ja erstmal die Wand, würde ich sagen. Die Wand ist ziemlich wichtig. Weil sonst hier jeder reinspaziert. Ja, und weil wir sehr viel Geld haben, kaufen wir uns nochmal den Wand. So. Mehr Wände. 10.000. Alles klar. So. Tun wir die Partik nämlich weg, denn gleich sehen wir keinen Eisgott mehr. So. Ja, Leute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem, wie gesagt, in meinem, auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut außerdem auch bei meinem Discord-Bot vorbei, der ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ladet den gerne ein, wenn ihr kostenlos 24/7 Radio auf eurem Discord-Server haben wollt. Also, der Bot ist wirklich sehr geil, kostet nichts, könnt ihr einfach einladen und drauf loslegen. Und schaut auch bei SNX vorbei. Ist ein Bot, den ihr selber anpassen könnt. Hat kein Radio, also keine Musikfunktion. Deswegen ladet mein Bot ein. Aber erstellt euch auch bei SNX ein Bot. Link ist auch unten in der Videobeschreibung. Jetzt habt einen traumhaften Tag. Haut rein, euer Sandro. Ciao, ciao.